Und ich rufe nunmehr wohl den letzten Tagesordnungspunkt, über den wir debattieren, auf. Das ist der Tagesordnungspunkt 71, Antrag der Fraktion der AfD, politische Trittbrettfahrerei beenden, Wohlstand und soziale Marktwirtschaft erhalten. Wir haben verabredet 10 Minuten Redezeit. Und als Erster ist der Antragsteller, vertreten durch Herrn Lichert, am Pult und darf beginnen. Dankeschön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Niemand will den fetten Staat. Niemand. Nicht einmal die linksdrehenden Fraktionen hier im Haus, ganz egal ob grüne, rote oder blutrote Geschmacksrichtung, sie wollen doch den starken Staat, oder? Niemand, wirklich niemand will einen Staat, der sich ständig in seinem selbstgesponnenen Netz aus Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften verheddert, dessen Bürokratie vor allen Dingen Politikfehler ausbaden muss und deswegen naturgemäß an den Bedürfnissen der Bürger vorbeihandelt, einen Staat, der an seinen eigenen Widersprüchen und Fehlanreizen zu ersticken droht und in einer ewigen Interventionsspirale gefangen ist. Niemand will ihn, aber wir haben ihn, den fetten Staat. 2019 betrug das Sozialbudget Deutschlands über 1.000 Milliarden Euro. Vielen Dank. Mehr als 30% des Bruttoinlandsproduktes, und trotzdem ist es nicht genug. Der Staat gibt unfassbar viel Geld aus, und offenbar kommt auch bei den wirklich Bedürftigen nichts an. Wir hatten heute auch einige Debattenbeiträge dazu. Ist es da nicht an der Zeit, einmal grundsätzlich zu hinterfragen, ob dieser Sozialstaat nicht an den wirklich Bedürftigen vorbei agiert, ob er vielleicht sogar mehr Schaden anrichtet als Nutzen stiftet, ob Dutzende Sozialleistungen von zig verschiedenen Behörden Teil des Problems und nicht Teil der Lösung sind? Aber trotzdem gibt es für viele scheinbar nur eine Antwort: mehr Staat, noch mehr Staat. Es geht hier aber nicht um die dringend notwendige ordnungs-, sozial- und wirtschaftspolitische Grundsatzdebatte. Es geht darum, dass die Grundfesten unseres Staates und Gemeinwesens akut gefährdet sind. Aber nicht von unten, von den Benachteiligten, sondern von oben, von den sogenannten Eliten. Meine Damen und Herren, es gibt starke politische und wirtschaftliche Kräfte, die eine systematische Entmündigung der Bürger durch Schwächung der Nationalstaaten betreiben. One-World-Ideologen arbeiten intensiv an einer neuen Weltordnung. Verschwörungstheorie? Meine Damen und Herren, das ist eine sich zunehmend abnutzende Kampfvokabel, die auch heute schon gefallen ist. Sie kommt überall dort zum Einsatz, wo die Argumente versagen. Verschwörungstheorie ist die neue Nazikeule. Und wenn eine Verschwörungstheorie die Realität sehr viel besser erklärt als die Propaganda der politisch-medialen Blase, dann ist es vermutlich keine Theorie. Die wesentlichen Instrumente dieser Entmündigung sind supranationale Organisationen wie die EU und die Vereinten Nationen, die demokratischer und rechtsstaatlicher Kontrolle de facto entzogen sind. Und wenn Sie jetzt, was ganz sicher passieren wird, Ihre heilige Kuh EU verteidigen wollen, dann müssen Sie erklären, warum ständig Verträge und EU-Recht gebrochen werden und warum offenbar kein Gericht dem Einhalt gebieten kann oder will. Der demokratische Weg wäre, diese Verträge zu ändern oder durch neue zu ersetzen. Aber sich einfach darüber hinwegzusetzen, ist das Gegenteil von Demokratie, das ist Autokratie. Damit das aber nicht jeder gleich merkt, wurden diese Veränderungen bisher eher schleichend vollzogen. Das entsprechende Juncker-Zitat dürfte bekannt sein, aber ich möchte es doch noch einmal wiedergeben. Ich zitiere: Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten ja gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Damit Geschrei und Aufstände ausbleiben, werden die Initiativen zusätzlich in wohlklingende Floskeln gepackt.
Die große Transformation. Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung zur globalen Umweltveränderung. The Great Reset vom World Economic Forum in Davos. Ziemlich genauso etwas wie das zentrale Organ der Globalisten. Und der Green Deal der EU-Kommission. Natürlich geht es immer nur um das Wahre, Gute und Schöne. Etwas anderes hat es bei der politischen Linken schließlich noch nie gegeben. Hoffentlich wissen das auch die Abermillionen Opfer des Kommunismus. Die genannten politischen Großprojekte durchweht zwar alle ein links- und ökoideologischer Geist, aber offenbar haben die Globalisten und Sozialisten ihren Frieden gemacht. Die Sozialisten, Öko- und Kulturmarxisten erhalten die Möglichkeiten, immer tiefer und vor allen Dingen unangreifbarer in die Leben der Bürger hineinzuregieren, während sich Kapital und Industrie gewaltige Profite versprechen. Auf Kosten der Bürger natürlich, denn irgendjemand muss am Ende die Rechnung bezahlen. Noch kommt diese Entmündigungsoffensive auf Samtpfoten daher, lockt Bürger und Unternehmer an die große Zitze des Staates, und das geht dann so. Wenn Ihnen jemand auf der Straße 50 Euro verkauft. Darf ich vielen Dank die Kollegen bitten, dass wir dem Redner ein bisschen mehr das Ohr schenken? Was heißt Nein? Was heißt Nein? Ich bitte Sie darum, dass wir dem Redner jedenfalls die Möglichkeit geben, seine Rede ungestört zu halten. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, noch kommt diese Entmündigungsoffensive auf Samtpfoten daher und lockt Bürger und Unternehmer an die große Zitze des Staates. Wenn Ihnen jemand auf der Straße einen 50-Euro-Schein verkaufen will und dafür 100 Euro verlangt, dann werden Sie ja hoffentlich davonrennen, jedenfalls nicht darauf eingehen. Genau das geschieht aber tagtäglich tausendfach, wenn Bürger, Unternehmer oder auch Politiker irgendwelche Fördermittel beantragen und erhalten. Sie freuen sich über die Staatsknete oder die Zuschüsse aus Brüssel, verstehen aber nicht, dass Sie oder Ihre Kinder auf die eine oder andere Weise dafür werden bezahlen müssen, sei es durch Steuern, Staatsschulden, also zukünftige Steuern oder Inflation. Sie zahlen immer. Die Verfechter des fetten und damit auch des tiefen Staates schaffen dadurch gefühlte Profiteure des Status quo, und die werden die Hand schon nicht beißen, die sie füttert. So das Kalkül. Auch das geht seit Jahrzehnten und hat durchaus Erfolg. Denn damit wird erfolgreich der Konflikt von Egoismus versus Gemeinwohl bewirtschaftet und das Ganze verbunden mit hoher Zeitpräferenz und Blindheit für die langfristigen Folgen. In der Covid-19-Krise erfahren diese Prozesse eine gewaltige Beschleunigung. Denn nun geht es eben nicht mehr nur um ein extra Zuckerli aus Fördertöpfen. Nein, viel zu oft geht es um das blanke wirtschaftliche Überleben. Getreu der Devise, lass nie eine gute Krise ungenutzt, ist genau das jetzt der Zeitpunkt für politische Grausamkeiten, die in normalen Zeiten nicht durchsetzbar wären, wie z.B. die Schulden- und Transferunion in der Union. In einer Pervertierung des Solidaritätsgedankens werden nun Deutschlands Bürger Geld an Staaten überweisen müssen, deren Medianvermögen pro Haushalt das 3- bis 4-fache beträgt. Wir lernen, in dieser EU ist es solidarisch, wenn der Schwache dem Starken hilft. Und trotzdem werden weitere Weichen Richtung Ökoplanwirtschaft gestellt. Betrachten wir dazu den Green Deal. Sustainable Finance, eine EU-Taxonomie für Nachhaltigkeit. Das klingt doch toll, zumindest für manche hier. Aber was bedeutet es? Für Unternehmen ergeben sich neue Berichtspflichten. Sie müssen den Anteil ihres Umsatzes mit Aktivitäten, die den Kriterien der Taxonomie genügen, offenlegen. Zudem sollen Investitionen, CAPEX sowie Ausgaben, OPEX, in Aktivitäten nach den Kriterien der Taxonomie ausgewiesen werden. Auch hier glauben Sie nicht mir. Glauben Sie dem Leiter des Fachbereichs Recht des Deutschen Aktieninstitutes, nachzulesen in der jüngsten Ausgabe der Kurvenlage. Parallel dazu scharrt schon die EZB völlig jenseits ihres Mandates unter ihrer neuen Chefin Lagarde mit den Hufen, um endlich grüne Bonds kaufen zu dürfen. Was das ist, verrät ihr die Taxonomie. Et voilà, willkommen in der Planwirtschaft. Der Staat definiert irgendwelche Ausbauziele für irgendwelche gerade politisch opportunen und zeitgeistkompatiblen Technologien, wie z.B. Wasserstoff, und die EZB steht zur Finanzierung bereit.
Die beteiligten Unternehmen und ihre Mitarbeiter profitieren. Und überhaupt das Weltklima und so. Da kann doch keiner was dagegen haben. Oh doch. Meine Damen und Herren, viele Staatshaushalte waren schon lange vor Corona unrettbar verloren, also überschuldet. Spätestens bei der Betrachtung der impliziten Staatsverschuldung wird deutlich, auch Deutschland ist nur ein bisschen weniger pleite als die übrigen Euro-Staaten. Wenn in den kommenden Jahren die geburtenstarken Jahrgänge sukzessive in Rente gehen, wird auch in Deutschland eine dramatische Krise der Staatsfinanzen eintreten. In dieser absehbar dramatischen Lage wäre eine Rückbesinnung auf den Kern der sozialen Marktwirtschaft elementar wichtig. Und das bedeutet mehr Eigenverantwortung und vor allen Dingen die Einheit von Haftung und Profit. Stattdessen geschieht das Gegenteil, und wir erleben die Sozialisierung von Verlusten und die Privatisierung von Profiten. Aber der Staat kann und darf nicht zur Vollkaskoversicherung für privaten Profit werden. Aller salbungsvollen Rhetorik zum Trotz, Staatswirtschaft widerspricht diametral der sozialen Marktwirtschaft, und ihre Ergebnisse sind alles andere als sozial, denn vor allen Dingen die Sozialschwachen sind davon betroffen. Den hier kennen Sie schon. Aber hier, was macht denn den Bund der Steuerzahler schreiben? Soziale Markt? Nein, durchgestrichen Staatswirtschaft. Achtung, Staatswirtschaft. Ist das jetzt auch eine Filiale der AfD? Denken Sie bitte daran, dass Ihre Redezeit abgelaufen ist. Jawohl, ich komme zum Schluss. Meine Damen und Herren, ich fürchte, wir haben hier das politische Perpetuum mobile der Linken vor uns. Je linker und schlechter regiert wird, umso mehr sind die Menschen auf den Staat angewiesen, umso mehr wählen sie links. Aber es gibt Alternativen. Die individuelle Freiheit zu stärken in Wirtschaft und Gesellschaft. Lassen Sie nicht zu, dass aus Covid-19 ein Covid-1984 wird. Treten Sie für einen. Bitte den letzten Satz, und zwar den allerletzten Satz. Mehr Ludwig Erhard und weniger Pippi Langstrumpf. Danke schön. Vielen Dank. Den Zwischenruf meines verehrten Kollegen Vizepräsidenten benutze ich, um einmal ganz herzlich Dankeschön zu sagen an Sie und Ihre Kolleginnen, die das heute am dritten Tag für uns so gut machen. Herr Kollege Stirböck, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen der AfD! Ihr Antrag ist fachlich wirr, vermischt die Dinge und ist durchdrängt von einer abgrundtiefen Abneigung gegenüber Europa. Das verunmöglicht nahezu eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Ihrem Gebräu. Es ist ganz einfach, und das hat man an Ihrer Rede sehr deutlich gemerkt, Herr Kollege Lichert, das hat man sehr deutlich an Ihrer Rede gemerkt. Wer wirre Gedanken hat, produziert eben auch wirre Anträge, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ihr Antragstitel heißt politische Trittbrettfahrerei beenden, Wohlstand und soziale Marktwirtschaft erhalten, aber um die Wirtschaft geht es in Ihrem verschwörungstheoretischen Antrag, und er ist so gar nicht. Es geht, sagen Sie, darum, dass Sie über europäische Wirtschaftspolitik reden wollen. Aber Sie erwähnen mit keinem Satz den gemeinsamen europäischen Binnenmarkt, der doch grundlegend ist für Wachstum und Wohlstand unserer Exportnation. Und obwohl Deutschland der große Profiteur des europäischen Binnenmarktes ist, lehnen Sie ja auch konsequenterweise den europäischen Binnenmarkt ab. Der gemeinsame europäische Binnenmarkt ist übrigens das beste Beispiel für einen funktionierenden Freihandel. Freihandel stärkt den Handel, stärkt die internationale Arbeitsteilung, stärkt Wirtschaft, Wohlstand und Wohlergehen auf der Welt. Und deshalb brauchen wir mehr internationale Freihandelsabkommen. Und das ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch im hessischen Interesse. Wir brauchen Freihandel
mit Großbritannien, auch in Zukunft. Wir brauchen auch Freihandel mit den USA. Und vielleicht ist es so, dass die Wahlen in den Vereinigten Staaten von Amerika jetzt ein Türspalt der Geschichte öffnen und sich für uns die Chance öffnet, dass die von der politischen Linken in Europa leider desavouierte Projekt des Freihandelsabkommens neu in die Wege geleitet werden kann. Es ist aber nur ein Türspalt der Geschichte, denn auch Biden und die Demokraten sind ja derzeit leider freihandelsskeptisch. Da gibt es zu viel Ocasio-Cortez. Und zur politischen Einordnung von Frau Ocasio-Cortez, die ist ja so etwas wie die Janine Wissler der amerikanischen Demokraten. Findet Donald Trump auch. Da gibt's ja, ich glaube, da gibt es eher eine größere Übereinstimmung, liebe Kollegen von den Linken, zwischen Donald Trump und den Linken. Es ist sehr interessant, was beim Thema Protektionismus es für ähnliche Einschätzungen zwischen Ihnen und Donald Trump gibt. So ist das. So ist das. Aber jetzt versuche ich mal, die wirren Gedanken der Kolleginnen und Kollegen der AfD zu ordnen. Die geplanten Maßnahmen zum mehrjährigen Finanzrahmen und zur Krisenbekämpfung Next Generation EU werden ja derzeit final beraten. Ihre Ziffer 1 des Antrages, ja, geschaffene Aufbaufonds, zeigt, dass Sie weder die Ebenen noch die Aufgaben bzw. Mitwirkungen und Entscheidungskompetenzen wirklich verstanden haben, liebe Kolleginnen und Kollegen der AfD. Es ist doch so, die Kommission hat einen Vorschlag unterbreitet. Der Rat, also letztendlich die Regierungschefs, haben sich Anfang Juli auf einen Kompromiss verständigt. Diesem hat das Europäische Parlament, das Sie ja abschaffen wollen, liebe Kollegen von der AfD, nicht zugestimmt. Nun wird in den Trilogverhandlungen eine für Rat und EP tragfähige Lösung gefunden und gesucht. Und gestern hat es eine Einigung der Verhandlungsführer gegeben. Jetzt stehen die abschließenden Abstimmungen im EP und im Rat an. Und erst wenn EP und Rat gemeinsam einen Text verabschieden, können mehrjährige Finanzrahmen und Wiederaufbaufonds in Kraft treten. Natürlich, das ist völlig unumstritten, gibt es unterschiedliche Interessen, etwa bei der Agrarpolitik oder bei den Kohäsionsfonds. Aber hierbei geht es nicht nur um viel Geld, sondern aus Sicht der Regionen auch um die Bewahrung des Status quo und auch um die Chancen, sich weiterzuentwickeln. Es macht durchaus, liebe Kollegen der AfD, Sinn, mit europäischen Mitteln schwächere Regionen zu unterstützen. Das macht durchaus Sinn. Das muss aber das Ziel haben, diese schwächeren Regionen zu stärken, damit sie dauerhaft ohne Subventionen auskommen können und im globalen Wettbewerb bestehen können. Auch die europäischen Mittel sind endlich und speisen sich weitgehend aus den Zahlungen der Mitgliedstaaten. So wird der Beitrag Deutschlands auch in den kommenden Jahren sicherlich steigern. Aber diese Steigerung kann nur dann geringer ausfallen, wenn es gelingt, die wirtschaftlich schwächeren Staaten stärker zu machen. Und dies ist auch der wichtigste Punkt beim Thema Wiederaufbaufonds. Wer aber wie die AfD glaubt, Deutschland könne es sich leisten, dass man andere Mitgliedstaaten, die deutlich schwerer von der Pandemie getroffen wurden, sich selbst überlässt, der handelt nicht nur unsolidarisch, er wird auch Deutschland schwächen. Wer Europa schwächt, schwächt auch Deutschland. Das ist ein ganz entscheidender Satz, meine sehr geehrten Damen und Herren. Natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt beim Stichwort Recovery-Fonds. Es ist gut, dass unter Führung des niederländischen Ministerpräsidenten Rutte das Verhältnis von verlorenen Zuschüssen und Darlehen in Richtung Darlehen korrigiert wurde. Das stärkt auch die Eigenverantwortung. Die gestrige Einigung zwischen den Verhandlungsführern der Kommission, des Rats und der Europäischen Parlaments umfasst folgende Punkte. Der Wiederaufbaufonds bleibt bei 750 Milliarden Euro. Der mehrjährige Finanzrahmen 2021 bis 2027 umfasst mehr als 1 Billion Euro. Dabei sollen im Vergleich zum Beschluss des Rates 16 Milliarden Euro mehr ausgegeben werden. 4 Milliarden mehr für Horizon EU, 2,2 Milliarden für Erasmus Plus, 1 Milliarde für Invest EU, 3,4 Milliarden Euro für For Health
0,6 Milliarden für Creative Europe und 1,5 Milliarden für Frontex. Damit wird mehr Bildung, mehr Forschung, mehr Innovation, mehr Investitionen ermöglicht und auch der Schutz der europäischen Außengrenzen. Und auch wichtig für uns Freie Demokraten, es wird ein Rechtsstaatsmechanismus eingeführt. Der ungarische Ministerpräsident Orbán, ein Bruder in Ihrem Geiste, hat bereits angekündigt, diesem nicht zuzustimmen. Aber was Sie dabei immer wieder vergessen, die Europäische Union ist mehr als nur eine Wirtschaftsgemeinschaft. Sie ist auch eine Wertegemeinschaft. Die Populisten in Ungarn, die Populisten in Polen und auch die Populisten hier im Hessischen Landtag haben eines gemein. Sie wollen diesen europäischen Gedanken zerstören. Und dem müssen wir als Abgeordnete im Hessischen Landtag entschieden entgegentreten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Stirböck. Frau Dahlke für die Grünen darf ich schon einmal aufrufen. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich gebe meinem Vorredner recht. Schon die Annahmen des Antrags waren völlig verquer, und die Einbringungsrede hat das eben noch einmal getoppt. Wenn die nicht gerade geschlossen werden, könnte man meinen, dass der Herr Lichert gestern Abend zu lange in einer schlecht gelüfteten Shisha-Bar war. Aber gut. Wir befinden uns mitten in der zweiten Welle der Corona-Pandemie. Abstand halten, Maske tragen, Kontakte reduzieren, eingeschränkte Freizeitmöglichkeiten, abgesagte Veranstaltungen, geschlossene Gastronomie. Die Maßnahmen haben teilweise massive Auswirkungen auf uns und unsere Wirtschaft. Man musste aber auch schon Ursache und Wirkung auseinanderhalten. Es sind doch nicht die Maßnahmen, die unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft die Einschränkungen aufbürden, sondern das Virus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, lesen Sie einmal Ihren Antrag, da steht es nämlich anders drin. Jede Maßnahme zielt einzig und allein darauf ab, die Gesundheit von uns allen zu schützen und eine Überlastung der Krankenhäuser so weit wie möglich zu verhindern. Wir können nur allen Menschen in unserem Land danken, die vernünftig, vorbildlich und besonnen sind und nicht auf solche Behauptungen hineinfallen. Diese bisher einmalige weltweite Pandemie ist es, wegen der wir in Hessen das Sondervermögen auf den Weg gebracht haben. Und ich bin über jede einzelne Maßnahme froh, mit der wir uns im Haushaltsausschuss in öffentlicher Sitzung intensiv beschäftigen und dann als VertreterInnen des Parlaments freigeben, um die Folgen der Pandemie für die Menschen und Unternehmen in unserem Land zu mildern. Die Pandemie ist es, wegen der wir in Deutschland uns zu milliardenschweren Rettungsprogrammen und dem größten Hilfspaket in der Geschichte der Bundesrepublik entschlossen haben. Und die Pandemie ist es, wegen der die Staaten auf europäischer Ebene in hohem Umfang gemeinsame Schulden aufnehmen. Das Ziel ist dabei immer, die Folgen der Pandemie abzumildern, Arbeitsplätze von gesunden Unternehmen zu erhalten und die Wirtschaft vor einer tiefen Krise zu bewahren. Das gilt auf allen Ebenen, vom neuen Hessenplan hier im Land bis hin zum Wiederaufbaufonds Next Generation EU in Brüssel. Und dabei geht es um Geld, um viel Geld. Geld, was man nur einmal ausgeben kann. Und das ist doch der springende Punkt. Die AfD sagt selbst, unsere Maßnahmen müssen unseren Kindern und Enkeln verantwortungsvoll gegenüber sein. Und genau das machen wir, wenn wir das Geld verantwortungsvoll in die Zukunft investieren, den Klimaschutz bei der Pandemiebekämpfung mitdenken und dadurch am Ende widerstandsfähiger und nachhaltiger sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit all diesen Maßnahmen werden wir einen wichtigen Beitrag leisten, um die Krisenresilienz, die Konjunkturbelebung und den Klimaschutz zu stärken. Das ist für mich die Definition von verantwortungsvoller Politik gegenüber uns und unseren kommenden Generationen. In diesem Sinne sind auch EU-Parlament und der Rat unter deutscher Präsidentschaft am Dienstag endlich zu einer Einigung beim Wiederaufbaufonds gekommen. Für den Fonds gibt es jetzt 750 Milliarden Euro,
und zusammen mit dem nächsten mehrjährigen Finanzrahmen haben Rat und Parlament gerade über knapp 2 Billionen Euro verhandelt. Das wird der größte Haushalt in der Geschichte der EU sein. Und daher muss doch das Geld im Einklang mit einer zukunftsgerichteten Politik sein. Die Rettungsprogramme müssen der Hebel für Klimaschutz und Digitalisierung sein. Sie müssen uns auf dem Weg zu einer ökologischeren und innovativeren Wirtschaft und Gesellschaft nach vorne bringen, gerade wenn sie auf Kosten des Kernhaushalts der EU erfolgen. Alles andere wäre in hohem Maße verantwortungslos gegenüber unserer und den kommenden Generationen. Und wer das nicht versteht, der gefährdet auf kurz oder lang ja auch Arbeitsplätze. Die AfD verkennt mal wieder, dass Klimaschutz elementare Voraussetzung ist, um unsere ökonomischen Strukturen zukunftsfest zu machen. Am Ende sind ein intakter Planet, ein intaktes Klima und eine intakte Umwelt die Voraussetzung für eine stabile Wirtschaft und nicht umgekehrt. Wann ich mich hinsetze, entscheide ich und nicht Sie. Klimastörungen werden neue Krisen mit potenziell immensen Auswirkungen auf die Wirtschaft und das Finanzsystem verursachen. Und wenn wir eins von der Covid-19-Krise gelernt haben, dann ist das doch, dass die Natur massiv zurückschlagen kann und dass der Verlust der biologischen Vielfalt das Risiko von Pandemien erhöht, die dann ihrerseits wieder zum Stillstand der Weltwirtschaft führen können. Die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen und die Transformation zum nachhaltigen Wirtschaften sind daher beste Voraussetzungen für unseren ökonomischen Wohlstand. Also, um es noch einmal ganz klar zu sagen, die AfD redet davon, dass der Wiederaufbau nicht durch Klimaschutz gestoppt werden darf. Und ich sage, das Gegenteil ist richtig. Investitionen in den Klimaschutz und der Green Deal dürfen nicht unter dem Vorwand des Wiederaufbaus auf die lange Bank geschoben werden. Und die AfD redet ja auch über die EU Taxonomy. Und natürlich brauchen wir auch den Finanzsektor, um die Klimaziele zu erreichen. Wir sind sehr froh, dass die EU anhand klarer Kriterien zukünftig aufzeigen wird, welche Investitionen wirklich nachhaltig sind. Das wird zu weniger Greenwashing führen und wird Unternehmen und dem öffentlichen Sektor helfen, mit ihren Investitionen unser Wirtschaftssystem krisenfester und nachhaltiger zu machen. Und ich möchte jetzt auch noch einmal auf den europäischen Zusammenhalt zu sprechen kommen, denn auch dazu machen Sie ja Aussagen in Ihrem Sammelsurium-Antrag. In Hessen waren wir bisher vergleichsweise gut durch die Krise gekommen. Und auch wenn die Zahlen mittlerweile auch bei uns hoch sind, so sind andere Länder in Europa und weltweit immer noch sehr viel härter getroffen und haben auch nicht so gute Möglichkeiten wie wir, auf die Krise zu reagieren. Und der Wiederaufbaufonds und die anderen Instrumente der EU werden deswegen nur wirken, wenn sie in ganz Europa wirken. Und auch die deutschen Rettungsprogramme werden ihre Wirkung nur voll entfalten können, wenn die Wirtschaft in anderen EU-Ländern nicht am Boden liegt. Deswegen ist es gut, dass die EU-Mittel besonders betroffene Länder unterstützen, gerade ohne deren Verschuldung zu erhöhen, weil wenn dort wieder massive Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit herrscht und die Kaufkraft unten bleibt, bedroht das auch die Wirtschaft bei uns. Deutschland geht es nur gut, wenn es Europa gut geht. Und die Frage, wie man mit dem Wiederaufbaufonds und seiner Finanzierung umgeht, ist auch eine Frage darüber, ob wir auch in anderen Politikfeldern die nächsten Schritte auf dem Weg zu einem stärkeren, vereinten Europa gehen wollen. Wie wir jetzt mit dieser Krise umgehen, wie wir uns koordinieren und uns gegenseitig unterstützen, das kann entweder das europäische Projekt unwiederbringlich schädigen oder umgekehrt sehr stärken. Und wer Ihren Antrag liest, weiß, auf welcher Seite Sie stehen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Wir haben auch gestern schon über den Haushalt 2021 und die Finanzplanung gesprochen. Die ist ja auch Teil in Ihrem Antrag. Sie können sicher sein, dass die Überlegungen zur Finanzplanung und zur Tilgung der Ausgaben, die uns jetzt durch die Krise bringen, plausibel, handfest und verlässlich sind. Das Land ist gut aufgestellt, die Krise finanziell zu überstehen und gleichzeitig zukunftsfähige Politik in Hessen machen zu können. Der Antrag der AfD hilft dagegen wirklich niemandem. Deshalb braucht auch wirklich niemand diesen Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dahlke. Nächster Redner ist der Kollege Michael Ruhl für die Fraktion der CDU.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich kann meinen beiden Vorrednern in weiten Punkten eigentlich nur zustimmen. Denn, liebe AfD, mit Ihrem Antrag bringen Sie wirklich einiges durcheinander. Und auch die Rede von Kollegen Lichert hat er jetzt nicht sonderlich dazu beigetragen, weiter zu verstehen, was Sie eigentlich damit wollen. Denn beim Lesen Ihres Antrags ging ich am Anfang davon aus, dass Sie die Krisenbewältigung der Europäischen Union kritisieren wollen. Aber beim Lesen des Beschlusstextes war das nicht mehr ganz so eindeutig. Völlig willkürlich werden da die verschiedenen staatlichen Ebenen durcheinandergeworfen. Bund, Land, Europa. Am Ende muss man den Eindruck gewinnen, dass Sie das Wesen des Föderalismus gar nicht verstanden haben. Und dazu passt Ihr Mantra, dass die europäische Ebene eine Zusammenkunft aus Technokraten ohne demokratische Legitimation sei. Dazu vielleicht einmal zwei Fakten als Nachhilfe. Das Europäische Parlament geht aus allgemeinen, freien und gleichen Wahlen hervor. Der Europäische Rat setzt sich aus den demokratischen Wahlen hervorgegangenen Regierungen der Mitgliedsländer zusammen, und die Europäische Kommission wird von diesen Regierungen vorgeschlagen und vom Parlament bestätigt. Die Europäische Kommission selbst arbeitet mit Arbeitsgruppen, die sich ihrerseits aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzen. Wer darin einen Mangel an demokratischer Legitimation erkennt, müsste dies auch bei unserer bundesstaatlichen Ordnung bezweifeln. So viel zu Ihrem Demokratieverständnis. Aber was soll man von einer Partei erwarten, die, wie jetzt bei der USA, das Ergebnis einer demokratischen Wahl nicht anerkennt, weil einem das Ergebnis nicht passt? Nun zu Ihrem Antrag selbst. Dieser lässt sich wie folgt zusammenfassen. Staatsegoismus, keine Investitionen in Zukunftsbereiche, Abwürgen der lokalen, nationalen und europäischen Konjunktur. Herr Kollege Rohl, lassen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Lambrou zu? Nein. Dabei stellt die Corona-Pandemie die internationale Staatengemeinschaft vor besondere Herausforderungen. Das erfordert eine Solidarität in besonderem Maße innerhalb der Europäischen Union als enge partnerschaftliche Staatengemeinschaft auf einem gemeinsamen Wertefundament. Wir begrüßen ausdrücklich, dass unter deutscher Ratspräsidentschaft vielfältige Maßnahmen zur gegenseitigen Unterstützung ergriffen werden. Und um das einmal technisch zu erläutern, das stellt keine gegenseitige Haftung nationaler Schulden dar, was Sie ja unterstellen, sondern ist eine gemeinsame europäische Antwort auf die große Herausforderung der Krise. Wir als Hessen stehen bei der Bewältigung dieser Aufgabe an der Seite der anderen europäischen Regionen und insbesondere unserer Partnerregionen. Auch abseits des Solidaritätsgedankens profitiert kaum ein anderes Land so stark wie Deutschland und insbesondere auch Hessen mit seiner starken Exportwirtschaft, das gerade in andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union exportiert, von dieser Gesundung, sowohl im eigentlichen Sinne als auch wirtschaftlich, und das in ganz Europa. Und genau deshalb sollten gerade auch wir in einer gemeinsamen Kraftanstrengung mit den anderen Mitgliedstaaten und der Europäischen Union diese Gesundung vorantreiben. Letzter Punkt, und eigentlich habe ich auch schon viel zu viel zu Ihrem unausgegorenen Antrag gesagt. Sie bemängeln die Schwerpunktsetzung in der Krisenbewältigung. Ja, die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Klimaschutz und Digitalisierung. Aber wo auch sonst? Das sind nun einmal die Zukunftsbereiche, in denen wir auch wirtschaftlich eine führende Rolle einnehmen wollen und auch können. Natürlich müssen Investitionen auf Zukunftsthemen ausgerichtet sein. Wo Sie die sehen, bleibt Ihr Antrag schuldig. Abgesehen davon, dass Sie jede Maßnahme zum Klimaschutz für Sie des Teufels ist, kann das hier nur noch einen Grund haben, nämlich dass Sie keinen Blick in die Zukunft, sondern nur in die Vergangenheit haben. Zusammengefasst, Ihr Antrag ist unstrukturiert und fehlerhaft, vergangenheitsorientiert und wirtschaftsfeindlich. Er ist nicht im Sinne unseres Landes. Wir lehnen ihn daher ab. Vielen Dank, Herr Kollege Rohl.